Guten Morgen, meine Lieben. Ich grüße euch zu einem neuen Video. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, guten Morgen. Es ist kurz vor 6:30 und ich bin jetzt schon die ganze Zeit wach. Ich konnte irgendwie nicht schlafen. Und ich habe hier eine Tüte stehen und hier. Und zwar war ich in den letzten paar Tagen im Rossmann und im DM. Und ich würde mal sagen, das gibt jetzt ein kleiner XL DM und Rossmann Haul für den Januar. Stört euch nicht, ich habe ein bisschen versucht, ein bisschen Make-up drauf zu machen, aber irgendwie bin ich total im Arsch. Ja. Und was ihr da üben so kratzen hört, das ist Madame Luna, die frisst gerade meine Verpackung von meinem Stativ. Nee, das war ein Witz, die spielt mit ihrem Spiel. Ja. Spielbogen, keine Ahnung, was es ist. Und ja, ich spiele sowieso schon den ganzen Morgen. So, als erstes habe ich hier mal so ein kleiner lilaner Beutel. Der gibt es jetzt neu, der ist aus Baumwolle. Und zwar habe ich mir gekauft im DM ein bisschen was aus dieser Aktivkohle-Reihe. Und zwar habe ich was Neues von Balea, ein Reinigungswasser. Sanfte und wirksame Reinigung für zartes, weiches und schönes Hautbild. Sorry, wenn ich ein bisschen leise bin, aber hier schläft noch jeder. Und ja, Micellentechnologie, das ist das hier. Ich denke, vom Licht her ist es ein bisschen bescheiden, aber ich denke, ihr könnt alles sehen soweit. Ja, das ist das Balea Reinigungswasser. Das ist auch ganz schwarz. Ich fand das eine tolle Aufmachung. Ich habe mir gedacht, ich nehme es mal mit. Nein, du kriegst gleich eins. Luna kriegt gleich ein Stempeler. Ja, machen wir das zuerst, damit die Madame hier. Na, ich habe wieder von Dental Life so Zahnpflegestängelchen mit. Und guck mal, Madame ist ganz heiß drauf. Futter? Super! Ja, Mama. Ja, ich habe wie gesagt von Dental Life wieder diese Zahnpflegestängchen mitgenommen. Die nehme ich immer mal mit. Reinigt selbst die schwer erreichbaren Zähne. Ja, die isst sie eigentlich ganz gerne, wie man ja gesehen hat. So, dann geht's weiter. Wir waren bei der Black Technology. Und zwar von Balea die Tuchmaske zu diesem Reinigungswasser. Hauterholende Pflege und antibakterielle Lösung gegen Unreinheiten mit Aktivkohlevlies. Das ist das hier. Das habe ich mir noch geholt. Da fand ich auch die Aufmachung ganz schön. Ja. Dann habe ich mir von Balea diese Beauty Effect Stirntuchpads. Polstert Linien und Fältchen auf, strafft die Hautoberfläche, entspannt Mimikfalten. Die habe ich einfach gesehen, habe mir gedacht, das klingt gut, die nehme ich mir mal mit. Kenne ich jetzt so noch nicht, ist recht teuer für 2,45 Euro, aber wenn es hilft, ne, ihr wisst ja, man wird älter. Ja, dann habe ich mir noch von dieser Black Balea Reihe diese Nose Trips mitgenommen, effektive Lösung für die Nase gegen Unreinheiten und Mitesser. Das sind die hier, weil ich hier immer an der Naseninnenseite so Probleme habe. Deswegen habe ich die mir mitgenommen. Dann gab es ein neues Shampoo bei Balea. Und zwar Balea Professional Öl Repair Schwerelos Shampoo. Das ist das hier, das kannte ich noch gar nicht. Das habe ich mir jetzt mitgenommen, federleichte Geschmeidigkeit für feines und trockenes Haar und dazu passend der Spülung. Ja. Und Leute, das riecht einfach himmlisch. Ich bin mal gespannt, wie das ist. Werdet ihr ja dann sehen. So, ich habe gerade noch was entdeckt. So, ich würde sagen, dekorative Kosmetik machen wir auch später, damit er noch ein bisschen dran bleibt. ja, muss ich auch kurz wegtun.
So, dann habe ich mir ganz unspektakulär für die Langen, ne? Jessa Sleep-Einlagen gekauft. Ich habe auch solche Basics geholt, wo ich immer brauche. Dann habe ich eine Tempo-Box gebraucht und ich fand die hier von der Aufmachung total hübsch. Guck mal, die ist so ein bisschen eingestanzt und es hat so wie eine Art Koak außenrum und so Filz. Und die war recht teuer für 1,75 Euro oder sogar 2,75 Euro, keine Ahnung. Normalerweise nehme ich immer die für 95 Cent, aber ich fand die toll. Ich habe mir gedacht, die könnte ich dann aufheben, weil die ist auch Plastik. Und da kann ich dann später, guck mal die Neugierige hier, da kann ich dann später irgendwas zum Schminken oder Stifte für Selina, keine Ahnung, reintun. Deswegen habe ich die mir mal mitgenommen. Ja, ja, du kriegst deinen neuen, gell? So, dann habe ich wieder, weil wir sind ja, ne, auch ein Frauenhaushalt, ganz unspektakulär von Jessa, Binden mitgenommen, einmal, zweimal, dann habe ich noch ein großes Pack mitgenommen, dreimal, weil, ja, ich bin ja nicht alleine da, ne? So, dann muss ich hier mal ein bisschen Platz machen hier auf meinem Tisch. Und zwar habe ich wieder Klosteine gebraucht. Diesmal habe ich mir mit einmal von WC Frisch, Kraftaktiv, Blütenfrische, macht das Wasser blau. Und einmal von Silly Bang, macht das Wasser türkis. Ja, ich bin irgendwie begeistert von denen, wo das Wasser färben, keine Ahnung. Ich meine dann immer, mein Klo ist sauberer. Kann ich mir vielleicht auch nur einbilden, aber naja. Noch einen von Silly Bang, weil die sind günstiger wie diese WC Frisch. Da gibt es aber allerdings nur diese türkisenen, wo das Wasser blau färben. Hm. Ja, genau so. Dann noch ein Päckchen Binden, wie gesagt, vier Stück. Dann habe ich mir das hier mitgenommen, weil ich das jetzt schon in so vielen, in so vielen DM-Holz gesehen habe. Ich habe euch jetzt ein bisschen weiter hochgeschraubt. Und ich wollte die einfach mal ausprobieren. Keine Ahnung, ob die wirklich so gut sind oder nicht. Ich denke, die sind fast wie diese Beauty Stripes von Balea. Antifalten Q10 Augenpads, belebt und erfrischt. Einige, die ich gucke, die das auch benutzen werden, jetzt schreien, ja, die sind super, die musst du unbedingt benutzen. Du brauchst die noch nicht. Und deswegen habe ich die mir mal mitgenommen. Ich bin mal gespannt. Wie gesagt, die sind auch recht teuer mit über 2 oder 3 Euro. Aber wenn es hilft, gibt man ein bisschen mehr aus. Ne? So, dann habe ich mir ein Badezusatz mitgenommen. Oder besser gesagt ein paar. Und zwar von von Kneipp Badekosmetikum Erkältung, Eukalyptus durchwärmt den Körper wohltuend in der Erkältungszeit. Das ist das mit Thermalsol, keine Ahnung. Das habe ich mir mitgenommen, bin ich mal gespannt, weil gerade ich habe jetzt mal eine Erkältung gehabt. Ich bin mal gespannt, wie lange es dauert. Dann habe ich mir dieses Cremeöl-Peeling mitgenommen. Das hatte ich schon mal in irgendeiner Box. Und ich war super begeistert davon. Das riecht toll. Und da hat man hinterher sanftes Zuckerpeeling und nährende Ölcreme. Da hat man hinterher richtig eine zarte Haut, weil sich da so ein Ölfilm drauf bildet. Aber nicht negativ, Ölfilm. Gleich kriegt die Luna noch ein Ständchen. Ja, Frau schon noch andere. Ja, ja. Das habe ich mir einmal mitgenommen. Und dann habe ich noch zwei bei Teteset gefunden. Die fand ich ganz interessant. Mit Spirulina-Alge, basisches Badesalz, Detox Green, neutralisiert die Säuren auf der Haut, ein Gesundheitsbad, das ist das hier. Das riecht gut. Und dann noch eins mit Aktivkohle, ja, neutralisiert die Säuren auf der Haut,
baut weiße Tonerde Aktivkohle. Weiße Tonerde habe ich jetzt noch nie gehört. Das ist das hier. Bin ich gespannt. So. Dann habe ich mir noch was mitgenommen von Schwarzkopf. Schau mal. Winterpflege. Das habe ich gefunden und die Aufmachung hat mir einfach gut gefallen. Ich benutze eigentlich kein Schauma, weil ich finde, das trocknet die Haut, die Haare aus. Aber ich will es mal ausprobieren. Luna? Schauma Winterpflege, einmal Shampoo und einmal Spülung. Geschmeidige Pflege, Antistatik-Effekt, Schutz vor Austrocknen für trockenes Haar im Winter. Das ist das hier. Das kenne ich noch gar nicht. Das ist so ein bisschen feine Maus. Jetzt legt sie sich unten auf den Boden. Das, wie gesagt, kenne ich gar nicht. Bin ich echt gespannt. Lass ich mich überraschen. Sieht von der Aufmachung her echt toll aus. Wir schnuppern mal dran. Riecht jetzt nicht irgendwie süßlich oder so, sondern finde vom Geruch her angenehm. Bin ich gespannt. Preise kann ich euch leider nicht sagen. Ich habe zwar einen Zettel hier, aber da müsste ich ewig vorlesen und suchen. Und ja. Dann habe ich ja schon lange wieder solche, gerade nach dem Arbeiten, wenn ich dann noch spät heimkomme zum Duschen, solche Indusch-Body-Lotions gesucht. Stört euch nicht am Lärm. Ich habe das Fenster auf, weil ich morgens gerne durchlüfte. Und habe irgendwie, bei Balea findest du nur noch eine Sorte, bei Isana auch. Und habe dann bei Nivea geguckt, wobei ich Nivea eigentlich nicht so gerne nehme, weil das ultra teuer ist. Aber die haben mir ins Gesicht gesprochen, die haben mich angesprungen. Und die musste ich einfach mal mitnehmen. Das eine ist eine limitierte Edition in Dusch Body Milk Sommerliebe mit Vanilleblütenduft für normale Haut. Das ist die hier, die klingt ja schon mal gut. Luna? Die riecht gut, also die riecht wirklich gut. Trotz, dass ich nicht so ein Vanille-Fan bin, riecht die wirklich gut. Also, Luna, willst du Stängel? Luna, willst du Stängel? Komm mal her, bring was mal. Und dann habe ich die hier noch gefunden. Body Lotion in Dusch. Erfrischende Pflege, wasseraktivierende Formel mit Aloe Vera. Schnelles Eincremen und erfrischendes Hautgefühl für normale Haut. Das ist die hier. Das ist auch neu. Und es sind beides 400 ml. Also echt viel. Das riecht jetzt ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Da riecht man echt die Aloe Vera raus. Und riecht gar nicht nach Nivea, aber ich bin gespannt. Und dann habe ich mir noch was mitgenommen. Das habe ich bei meiner lieben Doreen, bei der lieben Chaos Queen. Hallo meine Liebe. Jetzt schon öfters gesehen. Ich denke mal, das war sie. Und bei anderen auch schon. Von Nivea, die Pflegedusche Winterwonne. Und ich bin ja so ein Schoko- und Kakao-Fan und so weiter. Und das ist eine limitierte Edition, gibt es jetzt aber, finde ich, schon eine Weile, auch von Nivea. Kakao-Duft, Buddha, verwöhnender Duft. Das ist das hier, ich denke, das brauche ich euch nicht mehr zeigen. Das haben schon einige in die Kamera gehalten. Das riecht angenehm, jetzt nicht so extrem nach Kakao. Ich bin gespannt. Ja, ihr Lieben, das war mal die erste Tüte. Und wir sind schon bei 13 Minuten. Jetzt geht's zu Rossmann. Da habe ich mir wieder so eine Tempo-Box mitgenommen. Wie gesagt, die nehme ich normalerweise, ob jetzt Balsam oder Wohlfühlduft. Das ist jetzt Balsam. Ist eigentlich Latte. Die kosten 95 Cent, sind also nicht so teuer wie diese Plastikteile. Aber wie gesagt, es hat das Design gefallen. Und ich habe mir gedacht, das kannst du dann mal so nehmen für irgendwas. Ja, dann habe ich mir zwei Spülmittel mit, weil meins nur noch so viel drinnen ist. Und ich habe ja eine Spülmaschine, aber ich wasche auch oft mit der Hand. Und dann habe ich mir zwei mitgenommen von Fit. Einmal Naturals, Guave und Limette. Das ist das hier. Oh ja, da riecht man die Lamette raus. Und einmal Naturals Mandelblüte und Granatapfel, das ist das hier. Ich konnte mich nicht entscheiden. Das riecht jetzt eigentlich nur nach Mandelblüte. Ich habe mir Granatapfel mehr gewünscht, aber naja, wenn es sauber macht, ist mir egal, ne? So, dann
hole ich das mit immer hierher, glaube ich. Ich habe ein bisschen Weihnachtszeug geschafft. Ja, weil das ist runtergesetzt und es ist ja nicht kaputt, das kann man trotzdem immer noch essen. Und zwar habe ich mir als erstes mal noch einen Aufputzreiniger gekauft. Und zwar habe ich mich diesmal für Domol entschieden, Frühlingsfrische mit Schmutzschutz, neuer Duft, keine Ahnung, neuer Duft, sieht aus wie Frühling. Riecht jetzt nicht ganz so angenehm, ich bin gespannt, wie es auf dem Boden ist. Das habe ich mitgenommen. Dann für Luna. Guck mal. Solche Leckersticks mit Wild und Geflügel. Komm her. Komm her. Die habe ich mitgenommen. Und dann habe ich einmal diesen hier gefunden. Die kennt ihr ja schon von mir. Ich hatte ja schon den gelben und so weiter und den lilanen. Jetzt habe ich den, der ist neu. Das ist zwei Seiten Schwamm Strabber Scrub Mummy. Den habe ich jetzt wieder mir mitgenommen. Ich finde den ganz süß. Dann habe ich mir einmal wieder eine Zeitschrift mitgenommen. Lieblingsrezepte, die nehme ich mir immer mit. Kostet 95 Cent. Dann habe ich einmal, weil ich keine mehr habe, mir diese Edelstahl-Spiraltopfreiniger mitgenommen von Flink und Sauber. Ja, die müssten mit. Das sieht aus wie bei Hendrik unter dem Sofa. Dann habe ich, wir waren bei den Weihnachtssachen, gell? Ich komme hier von eins zurück ins andere. Ja. Und zwar habe ich einmal mit für 88 Cent. Oder zweimal, besser gesagt, von KitKat. Have a break mit Knusperstückchen in der Milchschokolade. Diese kleinen Nikoläuse. Zweimal. Dann einmal Smarties mit so Klapperspaß. Und einmal für die Mami of the Old. Have a very merry Christmas. Ja. In ein paar Monaten ist wieder Weihnachten, von daher ist es eigentlich relativ egal. Ne? So, dann habe ich mir noch mitgenommen Schmuck. Ja, tatsächlich. Im Rossmann ist Schmuck runtergesetzt. Und der hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und zwar habe ich mir einmal, ich muss jetzt mal kurz hier runter machen, Ohrringe mit. Ihr seht, für 3 Euro runtergesetzt von 8,95 Euro. Das ist so ein ganzes Set. Da sind so verschiedene kleine drin, Stecker und so etwas längere. Und ich probiere ja immer gerne mal aus. Dann einmal so ein, ja, wie kann man das jetzt am besten machen, so Kettchen für 3 Euro. Das ist das hier, es war runtergesetzt von 6,95. Könnt ihr das so sehen? Ja, das ist so ein Kettchen. Das hat mir ganz gut gefallen. Und dann habe ich mir noch dieses Set hier mitgenommen, auch für 3 Euro. Das sind Ohrringe und eine Kette. Und das sieht so aus. Ich hoffe, die Farbe kann man ein bisschen einfangen. Fand ich ganz schön. Ja. Dann habe ich mir Cremes mitgenommen. Cremes. Und zwar, weil sie runtergesetzt waren. Und weil ich ja im Moment am Testen bin für alles, fürs trockene Gesicht und so weiter. Ich habe mir auf einmal von Isana für, glaube ich, 1,99 Euro oder 2,99 Euro diese Q10 Antifalten-Nachtcreme mitgenommen mit Cornet-Sticker für anspruchsvolle Haut, keine Ahnung. Das ist die hier. Das sind Altersempfehlung ab 40. Nee, Altersempfehlung ab 25. 50 Milliliter und einmal von Florena Antifalten und Elastitäts Nachtpflege Q10 mit Aprikosenöl für alle Hauttypen. Das ist die hier.
Da bin ich mal gespannt. Die werde ich mir ans Bett stellen. Und einmal von L'Oreal Hydra Aktiv 3 Feuchtigkeitspflege, Tag, sensible Haut, Pflege und Schutz, hydratisierend, zart und strahlende Haut, 24 Stunden Feuchtigkeit. Das ist die hier, da bin ich mal gespannt. Mhm. Wie immer gilt, wenn ihr was von den Produkten habt oder was wissen wollt oder was auch immer, schreibt es mir unten in die Kommentare. Oder wenn ihr schon Erfahrungen mit den Cremes oder so habt, auch unten in die Kommentare. Ne? So, und jetzt kommen wir zur Kosmetik. Da warten ja schon alle ganz geil drauf. Oh, sorry, das Wort darf man nicht benutzen. Und zwar habe ich mir im Ausverkauf zwei Nagellacke gekauft. Von Reval de Loop, die sollen angeblich Granatapfel und Feigenduft haben, keine Ahnung. Aber die sollen auch irgendwie, weil da so eine komische Mumbaua, keine Ahnung, Buddha drin sein soll, sollen die pflegen. Und deswegen, die sind runtergesetzt und dann habe ich mir die zwei hier mitgenommen für 1,99 €, haben vorher 4,95 Euro, 6,95 Euro, keine Ahnung. Das ist einmal die Farbe 02 Nude Beige. Ja, ich denke, so kann man es sehen. Und einmal 03 Rosewood Flare. Das ist ein bisschen dunkler. Ja, das habe ich mir mit. Dann habe ich einmal wieder so ein Schwämmchen mitgenommen, weil meiner mittlerweile schon aufreißt. Das ist ein Make-up-Schwamm in der Tasche. Den habe ich mir geholt von For You Beauty. Dann diesen Lippenpinsel, der war runtergesetzt auf 85 Cent. Ich habe noch keinen, deswegen habe ich mir den mitgenommen. Der ist auch vegan. Ja, hier fliegt alles gerade runter. Dann habe ich mir einmal von Catrice, von dieser, keine Ahnung, LE, einen Lippenstift mitgenommen in der Farbe 01 Electric Lilac. Der hat diese tolle Aufmachung hier. Ich denke, das ist von dieser Winter-LE. Guckt euch mal die Farbe an. Was ein krasses Lila. Aber mir hat das irgendwie, hat mir das gefallen. Keine Ahnung. Dann habe ich mir einen Rainbow Highlighter mitgenommen. Von Reval de Loop Young. Ja, da kauft sie sich Creme ab 40 und dann kauft sie Reval de Loop Young. Läuft. 02 My Unicorn Rainbow Highlighter. Ich glaube, den habe ich sogar meiner Nichte zu Weihnachten geschenkt und mir hat der ganz gut gefallen, deswegen habe ich mir den mal mitgenommen. Der ist zugeklebt, das ist schon mal gut. Aber ich denke, jeder von euch kennt den mittlerweile, deswegen brauche ich euch nicht mehr zeigen. So, jetzt kommen wir weiter zu Kosmetik. Und zwar habe ich mir zwei Pinsel geholt. Einmal ein Prestige Eyeliner Brush. Das ist der hier von Essence. Genau. Und einmal einen Eye Blender Brush. Das ist der hier, den habe ich nämlich noch nicht. Glaube ich mal zumindest. Ja, dann habe ich mir eine Palette gekauft. Essence All About Nudes Eyeshadow Palette. Die hat mir einfach gefallen, weil ich das Design so schön finde. Und die Farben sind natürlich meins. Von den Paletten habe ich schon ein paar, aber die hier glaube ich noch nicht. Guckt euch mal die Farben an. Ja. Die habe ich mir geholt. Dann habe ich mir wieder meine Puder nachgekauft von Manhattan Soft Powder in der Farbe 3, Beige. Den habe ich zwar noch, weil ich mir den erst gekauft habe, aber ich habe mir gedacht, ja, wenn du schon mal da bist, ne? Dann habe ich mir von dieser Essence Moonlight Eyes ein Cream Eyeshadow geholt, weil ich ja keinen habe. Den hier. In der Farbe 02 Doll Face. Der sieht so aus. Der ist jetzt also nicht kaputt oder da hat noch niemand reingedatscht. Das ist nur, weil der sich so verschiebt, weil die so cremig halt sind. Und ich werde ihn den jetzt mal euch mal zeigen. Genau. Oh, der ist schön. Der gefällt mir gut. Guck mal. Das ist die Farbe hier. Der ist richtig schön. Der gefällt mir. Das ist meins. So, und dann habe ich mir noch von dieser Essence Winter Dreaming ein Color Correcting Powder gekauft. Das ist der.
Das war der letzte und leider habe ich nicht reingeguckt. Ja, es ist die Farbe 01 Footspring in the Snow. Und wie ihr sehen könnt, ist der schon angetatscht und ich hasse das. Aber es war der letzte, ich hätte eigentlich reingucken sollen, weil ja, es war auch nicht der Tester, sondern es war der letzte. Und dieses schöne Muster ist jetzt leider, diese Marmorierung und das Gestanzte schon kaputt. Aber der ist echt gut von der Farbabgebung her und deswegen, ja, gefällt er mir. So, ihr Lieben, jetzt habe ich euch alles gezeigt, jetzt kommt mein absolutes Highlight. Und zwar habe ich mir gestern noch eine Palette gekauft, ja, und das ist meine, glaube ich, teuerste Palette, die ich mir jemals selber gekauft habe. Und zwar habe ich mir, das fällt immer schon raus, von Marvin Magnificent die Marvicon Palette gekauft von BH Cosmetics. Ja, fragt mich nicht warum. Ich habe es einfach gekauft, weil ich es schön fand. Ja. Und ich habe gestern zu meiner Maus gesagt, das wäre so eine Palette, die würde ich mir einfach auf den Schminktisch stellen, würde sie aufklappen und würde sie nie benutzen. Was wahrscheinlich auch passieren wird. Und zwar klappt man die so auf. Genau. Und da ist dann dieses süße Einhorn drinnen. Und dann sind da hier diese Farben drin. Und zwar sind das... 3 Color Shadow und 3 Highlighter. Ja. Wie gesagt, allein so würde ich mir das schon hinstellen und würde sie nur angucken. Da ist jetzt noch die Schutzfolie drauf. Und ihr wisst ja, ich bin nicht so der Schminkguru. Ne? Ich bin auch generell kein Guru. Aber ich habe gestern auf Instagram gefragt, ob ich damit mal einen Look schminken soll. Und ich habe mir jetzt verschiedene Videos angeguckt und ich glaube, ich werde mich da mal dran wagen. Ja, das werde ich versuchen. Und ihr werdet tatsächlich dann von mir ein Schminkvideo sehen. Oh mein Gott, Leute, da könnt ihr euch jetzt schon drauf vorbereiten. Das wird der Kracher. Da wird es... Däumchen hageln und Kommentare hageln, das wird lustig, aber gerade darauf warten wir ja. Ja, ihr Lieben, das war mein DM und Rossmann-Haul. Fast eine halbe Stunde, meine Güte, und ich habe relativ schnell geredet. Ich werde jetzt Gott sei Dank alles wegräumen und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Wenn ihr natürlich Fragen habt zu den Produkten oder was auch immer, schreibt es mir unten rein. Oder wenn ihr die Produkte auch schon habt und mir was dazu sagen könnt, ich würde mich freuen. In diesem Sinne, ihr Lieben, hoffe ich, ihr seid beim nächsten Video wieder dabei. Wie gesagt, ich würde mich freuen. Ansonsten gerne ein Däumchen nach oben. Und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Und immer locker durch die Hose atmen. Tschüss.